Moin, liebe Leute, heute nehme ich euch mit auf eine Hochzeit nach Bremen und es geht in den Lökrophof und ich räume schon jetzt das Auto ein. Alles klar? Das Auto ist eingeladen und fleißige Zuschauer wissen bereits, dass das hier nicht die Vollbesetzung ist, sondern es fehlen natürlich ein paar Dinge wie Seifenblasenmaschine, Außenanlage und Nebel. Da passt noch was hin. Aber ich kann losfahren. Es ist jetzt 20 nach 3 und ich soll um 4 da sein. Los geht's. Bin gerade angekommen, pünktlich 16 Uhr. Ja, eine Minute, zwei Minuten später. Aber ist alles im Rahmen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir sagt, wo ich aufbauen kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Hier ist der Lökrophof. Das ist die Scheune, in der wird gefeiert. Aber hier ist keine Sau. Aber die Gesellschaft, die habe ich schon gefunden. Die ist da hinten und macht gerade eine Trauung. Keine Ahnung, wie ich da jetzt reinkommen soll. Es ist schon 20 nach. Und wenn ich jetzt noch 10 Minuten verliere, dann bin ich garantiert zu spät mit dem Aufbau. Aber was soll man machen? Ich bin ja auch offline. Heißt, ich kann ja nicht mal irgendwie die Telefonnummer vom Lökrophof raussuchen. Ich kann meine Freundin raus anrufen, dass die das macht und mir die schickt. Oder mich nochmal anruft und mir die sagt. Deutschland 2021. Jetzt kommt die Sonne raus. Deutschland 2021. Scheiße. Jo, es ist jetzt halbe Stunde später und jetzt kommt endlich ein Mitarbeiter und hat sogar einen Schlüssel. Ach, das wird wieder Stress. Jo, ich habe ausgeladen und hier ist die Party-Location. Da steht mein ganzes Zeug jetzt. Es ist ziemlich dunkel hier drin, deswegen sieht man nicht viel. Ja, hier wird es wahrscheinlich das Buffet gleich geben. Ist noch nicht passiert, weil hier ist erst jemand seit 10 Minuten. Und hier werden die Leute dann essen. Hier mache ich auch gleich noch ein Selfie, würde ich sagen. Es ist 10 vor 6 und ich habe es doch noch geschafft, hier alles aufzubauen und sieht auch sehr gut aus. Hier ist das schöne Teil, der schöne Aufbau. So, ich denke, ja, Clublichtpaket hinten zu sehen und so sieht das Ganze dann natürlich mit Lichtern unten noch aus. Und dann habe ich schon gesehen, ist eine ganz wundervolle Fotografin heute hier. Hier ist sie, die one and only. Hallo. Unglaubliche Alexandra Gohr. Ach, hör jetzt auf, Mann. Und du bleibst heute nur bis 7? Ja, ist es ja schon 7. Aber du isst noch mit uns, oder? Wahrscheinlich, ja. Na siehst du, cool. Ja, wunderschön das Ganze hier im Hinterhof. Und die Gesellschaft ist hier auch schon sich unterhalten. Ja, mal gucken, wann die reinkommen. Ich habe auf jeden Fall alles fertig, Musik läuft. Finde ich doch sehr schön hier. Aber ich kenne das ja schon. Ich war ja schon dreimal, viermal hier, keine Ahnung wie oft. Also schon ein paar Mal. Jo, und diese Seite des Hauses ist auch nicht zu verachten. Sieht auch sehr nice aus. Das kleine. Da wird gleich gegrillt. Ja, und diese Candy Bar ist jetzt durchaus das wert, mal zu dokumentieren. Man darf mal festhalten, für 65 Leute. Wer soll das alles essen? Das wird so gnadenlos viel übrig bleiben. Aber gut für mich, da werde ich mir um 3 Uhr, das wird bis 3 Uhr heute gehen, weil hier 3 Uhr Sperrstunde ist und ich bin optimistisch, dass die bis 3 Uhr machen. Da werde ich mir dann 3 Uhr noch ein bisschen nehmen. So sieht das Ganze aus meiner Sicht aus. Hier ist mein Tisch. Da ist so ein bisschen Steuerung und mein Lichtpaket. Und ja, dann guckt man hier und dann sieht man da oben, wie das Ganze schön den Raum erstrahlt. Es gibt Essen und wir dürfen hier zusammen die Zeit verbringen und etwas Schönes schlemmern. Wer mich kennt, der weiß, es gibt keinen Nachtisch, sondern eine Tasse Kaffee. Und bei dir? Mousse au Chocolat. Ja, jetzt geht's gefährlich nahe dem Öffnungstanz. Da drüben sitzen sie alle und die Reden sind alle durch. Ja, jetzt läuft hier noch ein bisschen 80er und danach beginnt der Eröffnungstanz, der heute nicht alleine gemacht wird, sondern von allen, die auf den Junggesellenabschied fahren. Okay Leute, die Party hat noch gar nicht begonnen, aber ich habe schon mal die Kleine auf der Tanzfläche hier. Das ist übrigens der Eröffnungstanz. So, gleich. Ist schon Party, ne? Hey, Macarena!
Rabenstreifen. Ja, man muss sagen, die Alten, also die Älteren, haben mich nicht durchgehalten. Es ist jetzt schon 10:15 und die haben sich jetzt erst das Ding gewünscht. Immerhin. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drinks, la 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 la. Drinks, la 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 la. Putzlicht, wir bauen jetzt ab und gleich geht's hoffentlich schnell ins Auto. Die anderen bauen ja auch schon ab. Yes, Leute, ich hab's geschafft. Es ist 3:55 und ja, ich habe alles eingeladen. Let's go home. Yo, wir hatten an dem Tag Besuch zu Hause und der ist über die Nacht geblieben. Da wollte ich die nicht aufwecken mit meinem Fazit noch. Daher mache ich das jetzt. Und es war eine sehr geile Party. Es hat richtig Spaß gemacht, auch diese kleine Phase da, den Techno aufzulegen. Und die hatten ja richtig Spaß dabei. Und natürlich muss ich sagen, ich lege von mir aus auf einer Hochzeit kein Techno aus. Das hatten sie sich natürlich gewünscht. Also auch im Vorweg war klar, wir wollen, also für das Bräutigampaar, wir wollen Techno auf unserer Hochzeit haben. Ja, und da habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Ansonsten, ich komme ja aus der elektronischen Ecke. Und das fällt mir nicht schwer, so ein bisschen mich da vorzubereiten, was aktuell die geilen Hits sind beim Techno, in der Techno-Bunker-Playlist etc. Und ja, dann kann ich die auch ohne Probleme sinnvoll aneinander kitten. Und ja, dann kann man da richtig geile Party machen mit Leuten, die drauf stehen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ansonsten würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
Ja, und ich merke, wir werden immer mehr und deswegen bin ich dankbar um jedes Abo, auch wenn ihr das seht, gerne abonnieren, wenn ihr noch Bock auf mehr Veranstaltungen, Hochzeiten, Firmenfeiern habt, gerne mal die Glocke auch drücken und ja, ihr könnt das Video liken, aber ich freue mich noch mehr über einen Kommentar, weil da sehe ich, ihr habt irgendwie Fragen oder Interaktion mit dem Video und das lese ich mir auch sehr gerne durch und beantworte die Kommentare. Also danke für die Kommentare schon mal und bis dann. Ciao.